Grüße auf dem Kanal Max Geschichten. Abonnieren Sie den Kanal, um ihn zu unterstützen und jeden Tag interessante Geschichten zu hören. Ich saß in einem polizeilichen Verhörraum in der mittelgroßen Stadt im Mittleren Westen, die ich mein ganzes Leben lang mein Zuhause genannt habe, und neben mir saß mein Freund und Anwalt, Tom Harris. Zum zweiten Mal innerhalb von weniger als fünf Minuten murmelte Tom: Jo, und mein Rat ist, zu schweigen. Nehmen Sie einfach Ihr Recht auf einen Anwalt wahr. Ich bin John Doe, ein Name, der ein gewisses Gewicht hat, vor allem in Verbindung mit meinem selten benutzten zweiten Vornamen, Rockefeller, der von dem beträchtlichen Reichtum meiner Eltern zeugt. Mein eigenes Vermögen habe ich jedoch nicht geerbt, sondern als Spezialist in der Dotcom-Branche verdient. Mit 29,5 Jahren beträgt mein Nettovermögen über 52 Millionen Dollar. Doch trotz meines Reichtums betrachte ich mich nicht als Teil der High Society. Ich bin ein ganz normaler Typ, der gerne Bier trinkt. Basketball und Baseball spielt und mindestens 40 Stunden pro Woche ehrenamtlich arbeitet, hauptsächlich für eine von mir gegründete Wohltätigkeitsorganisation für unterprivilegierte Kinder in den armen Vierteln der Stadt. Ich stand kurz davor, von zwei Kriminalbeamten zum jüngsten Mord an meiner umwerfenden, aber untreuen Frau Jane und einem ihrer Liebhaber, Mike Miller, befragt zu werden. Der Vorfall ereignete sich vor ein paar Nächten in Miller's Wohnung. Ich war nicht besonders beunruhigt, denn Jane war seit unserer Hochzeit eine Goldgräberin und Betrügerin. Ich hatte vor, innerhalb der nächsten zwei Wochen die Scheidung wegen Ehebruchs einzureichen. Was Mike Miller betraf, so war er ein unerträglicher Angeber, den ich zweimal körperlich zur Rede gestellt hatte, nicht wegen Jane, sondern wegen seiner provokanten Bemerkungen. Als der erfahrene Detektive David Johnson den Raum betrat, wurde er von einem neuen Detektive, Peter Braun, begleitet. Obwohl Braun schon einige Jahre bei der Polizei war, war seine Beförderung zum Detektive für mich ein Rätsel. Er war gut aussehend und gesprächig, was manche anziehend fanden, aber ich fand ihn stumpf wie einen Türknauf. Ich hob meine Augenbrauen und lächelte innerlich. Johnson begann: "Ich glaube, sie sind bereit, mit uns zu sprechen, John, obwohl sie einen Rechtsbeistand haben." "Erstens, Detektive Johnson, sind wir keine Freunde, also sprechen Sie mich bitte mit Mr. du an", antwortete ich. Bevor ich meinen Satz beenden konnte, kicherte Braun und nannte mich einen titulierten Arsch. Ich wandte mich an Braun und sagte: Peter, jedes Mal, wenn ich dich sehe, muss ich an den Film Animalhaus denken. Weißt du noch, wie Dean Wormer zu Flunder sagte: Du kannst nicht dein ganzes Leben lang fett, dumm und hässlich sein, mein Sohn? Nun, das Zitat ist nicht ganz richtig, aber nah genug dran. Du erinnerst mich so sehr an Flunder. Für dieses Verhör hältst du dein fettes, dummes, hässliches Maul, oder ich muss mit dir machen, was ich in unserem Juniorjahr an der Hudson High nach dem Football-Training in der Umkleide gemacht habe. Daran erinnerst du dich doch, oder? In der Umkleidekabine hatte Braun mich als geilen Schwächling bezeichnet und mich geschubst. Ich revanchierte mich, indem ich ihn zu Boden warf, ihn umarmte und seinen Kopf in die Toilette tauchte, was dazu führte, dass ich vom Spiel ausgeschlossen wurde. Das ist nicht nötig, MRD, warf Jonson ein, dann sagen Sie Ihrem Partner, er soll still sein, erwiderte ich. Ich bin bereit, Fragen zu beantworten, aber ich werde sein Verhalten nicht tolerieren. Braun sah aus, als wollte er mich angreifen, aber er war zu feige. Sie fragen sich vielleicht, warum ich einen Polizisten provoziert habe, der mir die Sache hätte schwer machen können. Der Grund wird später klar werden. Jonson flüsterte Braun etwas zu, der sich dann in seinem Stuhl zurücklehnte und mich anstarrte. Vor der Unterbrechung wollte ich auch sagen, dass Ihre Abteilung zugestimmt hat, dass dieses Gespräch in seiner Gesamtheit auf Video aufgezeichnet wird. Wenn Sie mich anlügen, ist es vorbei. Außerdem sollten Sie Ihre Fragen zügig stellen, da ich nur zwei Stunden hier sein werde. Wir haben kein Zeitlimit vereinbart, sagte Johansson sichtlich irritiert. Offensichtlich haben Sie nicht mit Chief Jackson gesprochen oder ihm nicht zugehört, denn ich habe ihm diese Bedingungen klar gemacht und er hat sie akzeptiert. Sind Sie einverstanden oder kann ich jetzt gehen? fragte ich. Jonson und ich sahen uns 30 Sekunden lang in die Augen, bevor er sagte, also gut, fangen wir an. Ich nahm auf jeden Fall meine Uhr ab und stellte den Timer ein. Jonson dem Braun nur zuflüsterte, wenn er etwas fragen wollte, weil er wusste, dass ich keine seiner Fragen beantworten würde, begann sein Verhör. Ich beantwortete alle ihre Fragen ehrlich, obwohl es klar war, dass sie mir nicht glaubten. Das lag daran, dass ich wusste, dass Sie niemals beweisen konnten, dass ich es war, der meine betrügende Frau oder ihren Liebhaber getötet hatte. Etwa eine Stunde nachdem Braun Johnson etwas zugeflüstert hatte, sagte er Wie erklären Sie sich das Vorhandensein Ihrer DNA auf Millers Kleidung? Ich stoppte den Timer meiner Uhr, legte sie um mein Handgelenk und sagte Das ist deine erste und einzige Lüge. Auf Wiedersehen. Und ich stand auf. Danach gingen Tom und ich. Johnson und Braun riefen uns noch etwas hinterher, aber ich hörte nicht zu und schenkte ihren Worten keine Bedeutung. Tom und ich gingen zu seinem Büro, das nur ein paar Blocks vom Polizeipräsidium entfernt lag, und kicherten die meiste Zeit des Weges miteinander. Als wir den geschlossenen Konferenzraum betraten, lachte Tom: Ich weiß nicht, wer Sie sind, der mutigste oder der dümmste Kunde, den ich je hatte. Kann ich beides sein? Ich grinste. Warum waren Sie so zuversichtlich im Umgang mit den Polizisten, John? Fragte Tom. Aus zwei Gründen. Erstens, ich habe es nicht getan. Und zweitens habe ich ein unbestreitbares Alibi, das durch Videoaufnahmen für den gesamten möglichen Zeitpunkt des Mordes gestützt wird. Laut dem Gerichtsmediziner war das zwischen 12 und 15 Uhr am Nachmittag des 5. dieses Monats, sagte ich. Woher kommt das Video? fragte Tom. Dies ist ein Video von einer Basketballklinik, bei der ich in einer Stadt 90 Meilen von hier getestet wurde. Die gesamte Zeit ist auf Video festgehalten, beginnend um 11 Uhr, eine Stunde Mittagspause um 12.30 Uhr, Uhr und endend vor 16 Uhr, Uhr. Es wurde von einem Mann gefilmt, der hauptberuflich Videofilmer bei der Polizei ist. Aber ich habe ihn dafür bezahlt, dass er in der Klinik gefilmt hat, weil ich vorhabe, das meiste davon für Präsentationen in Jungen- und Mädchenclubs im ganzen Land in Verbindung mit meiner Wohltätigkeitsorganisation zu verwenden. Ich habe ein Dutzend Kopien in meinem Safe zu Hause. Lassen Sie mich die Anwaltsgehilfin bitten, mit Ihnen zu gehen und eine Kopie für mich zu holen, sagte ich. Erst wenn Sie mich zum Mittagessen einladen. Die Arbeit mit Braun und Johnson hat mich hungrig gemacht, lächelte Tom. Zwei Tage später, um 6.30 Uhr morgens, stellten mir Braun und etwa ein halbes Dutzend anderer Polizisten einen Durchsuchungsbefehl zu. Ich bin sicher, sie wollten mich wecken und mir Unannehmlichkeiten bereiten, aber ich hatte bereits eine halbe Stunde lang trainiert. Braun hatte ein breites Grinsen im Gesicht, als er den Durchsuchungsbefehl zuschrieb. Spaß, Idiot, brummte ich und nahm mein Fahrrad, um mein Training draußen zu beenden. Stehlen Sie nichts. Alle wertvollen Dinge sind in meinem Katalog aufgeführt, antwortete Braun verärgert. Ich hatte kein Problem damit, sie mein Haus durchsuchen zu lassen, weil ich nichts zu verbergen hatte und weil ich in jedem Zimmer professionell versteckte hightech kameras hatte. So habe ich Jane ursprünglich beim Fremdgehen erwischt obwohl ich ihr nie von diesem Beweis erzählt habe. Als ich etwas mehr als eine Stunde später von meiner Fahrradtour zurückkehrte, war die Polizei bereits auf dem Weg. Braun sah mich und reichte mir mit einem breiten Grinsen eine Tüte mit Beweismitteln. Darin befand sich eine Pistole, da ich keine Waffe besaß. Ich wusste, dass sie platziert worden war, aber ich machte mir keine Sorgen, weil die Kameras zeigten, dass sie platziert worden war. Nachdem ich die Kameras überprüft hatte, was etwa eine Stunde dauerte, rief ich sofort Tom an und brachte ihn auf den neuesten Stand. In zwei Tagen wollten sie mich verhaften. Toms Freund auf dem Polizeirevier alarmierte ihn, und er und ich tauchten auf dem Revier auf. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als das Einsatzkommando ausrücken wollte, um mich in aller Öffentlichkeit bei meiner Wohltätigkeitsorganisation zu verhaften. Sie hatten bereits die Anwesenheit von zwei lokalen Fernsehsendern arrangiert. Sie waren sehr verärgert, dass ich ihnen den Ruhm gestohlen hatte. Ich lächelte nur, Tom hatte beim Richter in Fergus bereits eine Kautionsanhörung für den nächsten Morgen beantragt. Ich verbrachte nur eine Nacht im Gefängnis. Diese Mistkerle steckten mich in eine Zelle mit einem echten Dreckskerl namens Melvin Brixie. Mit ihm haben sie sich bestimmt verabredet, mich zu verprügeln. Auch das hat aus zwei Gründen nicht funktioniert. Ich habe Melvin überrumpelt, indem ich ihm gleich beim Betreten der Zelle gesagt habe, dass ich weiß, dass die Bullen ihm etwas versprochen haben, wenn er mich verprügelt. Danach habe ich ihm sofort gesagt, dass ich reich bin und dass ich selbst kein Versager bin, und wenn er zu meinen Gunsten aussagen würde, dann würde ich die Dienste des besten Strafverteidigers in der Gegend bezahlen, der seinen Fall übernehmen würde. Und wenn ihm dieser Deal nicht gefiel, dann würde er von meiner körperlichen Reaktion überrascht werden, und dass ich nicht aufhören würde, bis einer von uns angesichts seiner Größe und Herkunft Augen hätte. Melvin hätte mich am Ende zu Brei geschlagen, aber er mochte mich sofort für mein aggressives Vorgehen. Als Tom mich am nächsten Tag bei meiner Kautionsanhörung traf, sagte ich ihm, dass ich für Melvins Verteidigung bezahlen würde, und ich bat seinen Seniorpartner, einen Strafverteidiger, sich noch am selben Tag mit Melvin zu treffen. Zum Abschied schüttelte ich Melvin die Hand, und die beiden Gefängniswärter, die mich begleiteten, schauten uns mit offenem Mund an. Der Staatsanwalt selbst war bei der Kautionsverhandlung anwesend. Es war ein Wahljahr, er hatte mit meinem Vater zu tun, als er noch als Anwalt tätig war, und er bekam, was er verdiente. Er behandelte den Fall als einen hochkarätigen Fall, um seine Wiederwahl zu sichern. Er machte sehr abfällige Bemerkungen über mich, was mich sehr wütend machte. Glücklicherweise hat Tom einen viel kühleren Kopf als ich. So milderte er die Argumente des Staatsanwalts mit Logik ab, anstatt ihn als das zu bezeichnen, was er war. Tom wies auch auf die Unterbrechung meiner Wohltätigkeitsarbeit hin, die Entstehen würde, wenn ich ins Gefängnis käme. Und dass bei mir eindeutig keine Fluchtgefahr bestehe. Ich wurde gegen eine Kaution von zwei Millionen Dollar in Bar freigelassen und gezwungen, meinen Reisepass abzugeben. Aber ohne Handgelenküberwachung. Als ich in Toms Büro zurückkehrte, hatten wir unsere Strategie in etwas mehr als zwei Stunden ausgearbeitet. Als wir fertig waren, grinsten wir. Er ließ sofort seinen technischen Experten die DVD mit meinem Alibi durchsehen die ich ihm gegeben hatte. Wir brachten die relevanten Szenen, die während der polizeilichen Durchsuchung von meinen Hauskameras aufgezeichnet wurden, in ein leicht anzeigbares Format. Und Tom begann, die Alibi-Zeugen zu kontaktieren, um sie zu bitten, weniger mit der Polizei zu kooperieren. Das Erste, was Tom tat, war jedoch, eine Anzeige bei Gericht einzureichen. Damit machten wir von unserem Recht Gebrauch, innerhalb von 90 Tagen nach meiner Verhaftung einen Prozess zu führen. Das war unendlich viel schneller, als der Staatsanwalt und das Gericht es gewohnt waren. Die meisten Angeklagten, vor allem wenn sie auf Kaution frei sind, wollen das Verfahren so lange wie möglich hinauszögern. Außerdem habe ich im Gegensatz zu den meisten Angeklagten die Medien nicht gemieden. Ich habe jedem Reporter, der darum gebeten hat, Interviews gegeben. Radio, Fernsehen, Zeitungen, soziale Medien, was auch immer. In jedem Interview nannte ich den Bezirksstaatsanwalt einen Idioten, der inkompetent war und bei der nächsten Wahl abgesetzt werden sollte, und die Polizeibeamten, die meinen Fall bearbeiteten, als korrupt und ineffektiv, während ich den Rest der Polizeikräfte lobte. Ich weiß mit Sicherheit, dass ich viele Leute verärgert habe. Das war meine Absicht. Der Staatsanwalt beauftragte eine Staatsanwältin, Susanne Smith, mit der Leitung des Falles. Sie war jung, aber bereits erfahren, obwohl sie nach einer chaotischen Scheidung gerade aus einer größeren Stadt in sein Büro gewechselt war. Das erfuhr ich, als ich sie im Internet fand. Sie war erst 30, nur ein Jahr älter als ich, und nach den Fotos zu urteilen, war sie einfach umwerfend. Obwohl sie eindeutig intelligent und kompetent war, war es für sie sehr schwierig, in weniger als 90 Tagen einen Fall vorzubereiten, wenn sie andere Verpflichtungen hatte und sich in einem neuen Arbeitsumfeld befand. Nachdem sie den Fall etwa zwei Wochen lang bearbeitet hatte, bat sie um eine Plädoyer-Konferenz mit Tom und mir. Wir stimmten dem nur zu, weil ich sie kennenlernen wollte. Wir gingen in ihr Büro, wo sie mit zwei stellvertretenden Staatsanwälten, Johnson, Braun und einer attraktiven, wenn auch seltsam gekleideten jungen Frau wartete, deren Titel mir unbekannt war und die uns nicht vorgestellt wurde. Tom und ich waren höflich, aber wir sagten nicht viel. Smith zählte die wichtigsten Punkte ihres Falles auf. Die Mordwaffe, eine Pistole des Kalibers 380, wurde bei einer Durchsuchung in meiner Wohnung gefunden und von der Ballistik eindeutig identifiziert. Auch meine DNA wurde an ihr gefunden. Das Video meines Alibis endet um 13.50 Uhr, was mir laut Gerichtsmediziner genug Zeit gab, den Mord um 15 Uhr zu begehen. Ich hatte ein starkes Motiv, weil Miller und Jana eine Affäre hatten, und sie loszuwerden war billiger, als sich von ihr scheiden zu lassen. Meine Streitigkeiten mit Miller in der Vergangenheit, bei denen sie behauptete, Miller hätte mich übervorteilt, sind natürlich nicht wahr. Aber die Quelle dieser Information war eine Freundin von mir, die zwar nicht gelogen, aber falsch berichtet hat. Aufgrund ihrer Großzügigkeit erklärte sie sich jedoch bereit, mich des Totschlags ersten Grades schuldig zu sprechen und eine Haftstrafe von acht bis fünfzehn Jahren zu verhängen. Während ihrer Rede lächelten Tom und ich nur. Das schien jeden von uns zu verunsichern. Als sie geendet hatte, sagte ich: Miss Smith, könnten wir uns mit Ihnen persönlich treffen, ohne dass Fremde anwesend sind? Das hat Ihr gesamtes Team völlig verblüfft. Ich kann das nicht tun. Es ist unethisch, allein mit Ihnen zu sprechen, während ich von einem Anwalt vertreten werde, sagte Smith. Eigentlich, Miss Smith, da sowohl M.R.D. als auch ich voll und ganz zustimmen, gibt es kein ethisches Problem. Und wir werden beide eine entsprechende Erklärung unterschreiben, lächelte Tom. Nach einer Minute des unbeholfenen hin und her lachte ich und sagte Rufen Sie bitte Ihre Sekretärin an, diktieren Sie ihr oder ihm diese Erklärung und bitten Sie sie, sie hierher zu bringen, damit Tom und ich sie unterschreiben können. Smith rief Ihre Sekretärin an, diktierte, was sie wollte, und während wir auf das Dokument warteten, verwickelte ich Smith in das angenehmste nichtjuristische Gespräch, das ich führen konnte. Ich lächelte sie ständig an. Weniger als fünf Minuten später kam ihr Sekretär, ein Mann, mit einem Dokument herein, nach einem kurzen Blick unterschrieben Tom und ich es. Die Sekretärin und einer der stellvertretenden Staatsanwälte bezeugten unsere Unterschriften, und die Sekretärin verließ den Raum, um Kopien für uns zu machen. Danach verließen alle außer mir und Smith den Raum. Sobald sich die Tür schloss, begann ich: Susan, da Sie relativ neu hier sind, möchte ich Ihnen einige Dinge sagen, die Sie vielleicht noch nicht wissen. Detektive Brown ist korrupt, und Ihr Chef, der Staatsanwalt, ist inkompetent. Wenn Sie diesen Fall weiterverfolgen, werden sowohl die Polizei als auch Ihr Büro völlig blamiert sein. So blamiert, dass es schwierig sein wird, sich davon zu erholen. Andere, die mit Ihnen zusammenarbeiten, haben nicht Ihr bestes Interesse im Sinn. Haben Sie mir etwas Bestimmtes zu sagen? Nein, ich werde das dem Gericht überlassen. Wenn Sie sich entscheiden weiterzumachen, dann nur als Warnung, dass nichts so ist, wie es scheint. Und Sie sollten sich den Fund der Waffe und mein Alibi genauer ansehen, sagte ich. Ich möchte nicht, dass Sie persönlich dafür büßen müssen. Wenn Sie nicht weiter nachforschen, schlage ich vor, dass Sie den Staatsanwalt bitten, den Fall neu zu vergeben. Was kümmert Sie das? Smith schmollte. Weil ich dich mag und eine neue Beziehung suche, seit meine betrügerische Frau gestorben ist. Und ich würde dich gerne besser kennenlernen, antwortete ich mit einem Lächeln. Offensichtlich war Susanne fassungslos, denn sie starrte mich zwei Minuten lang mit offenem Mund an. Schließlich konnte sie widersprechen und fragte, Meinen Sie das ernst, oder ist das eine Art Trick? Ich sage dir, wie ernst ich es meine. Ich weiß, dass dein Lieblingskünstler Bon Jovi ist. Und mit meinem iPhone kaufe ich dir und mir von einem Freund zwei Karten für die erste Reihe für sein nächstes Konzert in New York in genau 123 Tagen. Und ich lade dich ein, mit mir zu kommen, lächelte ich und holte mein iPhone heraus. Nach einer weiteren langen Pause sagte sie: Sie sind verrückt. Sagen Sie mir nur, ob Sie meinen Deal annehmen oder nicht, der nach dem heutigen Tag ausläuft, Miss Smith. Es tut mir leid, wenn ich Sie verärgert habe. Vielleicht werden Sie Ihre Meinung ändern, nachdem Sie mich für unschuldig befunden haben. Und ich werde so freundlich zu Ihnen sein, wie ich kann. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich lehne Ihr Angebot und alle weiteren Einigungen ab, weil ich unschuldig bin, sagte ich. In diesem Moment, als sie noch halb geschockt war, nahm ich schnell ihre Hand, küsste sie und verließ den Raum. Als wir das Gebäude verließen und an Braun vorbeikamen, zeigte ich ihm den Mittelfinger. Wie ist alles gelaufen? fragte Tom. Sie lehnte mein Angebot für ein Date bei einem Bon Jovi-Konzert in New York ab. Aber sie war an mir interessiert. Ich werde es nach dem Prozess noch einmal versuchen, je nachdem, was dort passiert, sagte ich. Wird sie jemals wieder mit dir reden? fragte Tom. Ich hoffe es, kicherte ich. Vielleicht entwickelt sie ja einen Sinn für Humor. Träum weiter, lachte Tom. Ich möchte Ihnen den Ausgang meines Prozesses nicht im Voraus verraten. Aber ich muss ein paar Dinge sagen. Die DVD, die wir der Staatsanwaltschaft mit meinem Alibi gegeben haben, scheint bei 1.50 Uhr abzubrechen. Wenn man sie aber noch 30 Minuten weiter abspielt, wird sie um 1.50 Uhr fortgesetzt und zeigt mich bis zum Abbruch um 16 Uhr. Wenn die Staatsanwaltschaft oder die Polizisten sie weiter abgespielt hätten, anstatt sie bei statischem Auftreten abzubrechen, hätten sie es gesehen. Außerdem hatte die Staatsanwaltschaft den Eindruck, dass Jane und ich keinen Ehevertrag geschlossen hatten. Es gab aber einen, obwohl die einzigen Personen, die davon wussten, mein Wirtschaftsanwalt Tom und ihr Freund waren, der bei der Unterzeichnung dabei war. Sie wohnt jetzt aber über 2000 Meilen weit weg. Wir haben sie als Zeugin auf einer langen Liste aufgeführt. Aber die Staatsanwaltschaft war nie in der Lage, sie zu kontaktieren. Und nach den örtlichen Vorschriften waren wir nicht verpflichtet, zu verraten, was Zeugen sagen könnten. Glücklicherweise bekamen wir einen guten, aber unsentimentalen Richter, obwohl angesichts der Stärke unseres Falles jeder geeignet gewesen wäre. Die Jury wurde in nur zwei Stunden ausgewählt, unser Juryberater und Tom waren zufrieden. Obwohl wir das Gefühl hatten, dass wir gut abschneiden würden, gab es keinen Grund, keine guten Geschworenen auszuwählen. Die Anklage begann damit, dass der Gerichtsmediziner Fotos des grausamen Todes sowie die Todeszeit und Ursache vorlegte. Dies war zwischen 12 und 15 Uhr am Nachmittag des 5. Sein Hauptaussagen waren zwei Schusswunden vom Kaliber, 380 in Millers Kopf und eine durch die Jane starb. Toms einziges Kreuzverhör zielte darauf ab, den genauen Zeitpunkt und die Art und Weise des Todes festzustellen. Der Polizeizeuge, der meine finanzielle Situation einschätzte, sagte aus, wie viel Geld ich Jane im Falle einer Scheidung zu zahlen hätte da Ehebruch kein Grund für ein Scheidungsverfahren ist und es keinen Beweis für einen Ehevertrag gibt. Tom konnte viele Punkte sammeln, indem er einen Ehevertrag als Beweismittel vorlegte, der ihre Zahlungen im Falle einer Scheidung wegen Untreue auf nur 50.000 Dollar beschränkte. Und im Falle einer Scheidung aus einem anderen Grund auf nur 1.000 Dollar. Tom brachte die Zeugin auch in Verlegenheit, indem er sie fragte, ob sie jemals versucht habe, meinen Wirtschaftsanwalt zu kontaktieren, um zu erfahren, ob es einen Ehevertrag gäbe. Und zwar nicht nur auf der Grundlage dessen, was sie von Janes Freunden gehört hatte. Ihre Antwort, Nein, ließ mehrere Geschworene angewidert dreinschauen. Susanne rief dann einen Ballistikexperten an, der die in meiner Wohnung gefundene Pistole des Kalibers 380 eindeutig als die Mordwaffe identifizierte. An einen DNA-Experten, der bezeugte, dass sich meine DNA auf der Waffe befand. Tom stellte im Kreuzverhör klar, dass der Ballistikexperte nicht persönlich wusste, wie die Waffe gefunden wurde. Und der DNA-Experte sagte aus, dass sich keine DNA auf den Kugeln in der Waffe befand. Und dass sie angesichts der Stellen auf der Waffe, an denen DNA gefunden wurde, durch Übertragung dorthin gelangt sein könnte. Bis zu diesem Zeitpunkt schien Susan zuversichtlich. Den ersten echten Hinweis darauf, dass ihr Fall in sich zusammenfällt, erhielt sie, als sie ihren Hauptzeugen, Detektive William Brown, aufrief. Braun sagte über den Durchsuchungsbefehl für mein Haus aus, wie innerhalb von 30 Minuten Korporal Gerül Billings, eine der Beamten, die die Durchsuchung durchführten, die Waffe fand. Sie rief Detektive Braun an, der sie mit seinen behandschuhten Händen aufhob und in eine Beweistasche steckte, während Detektive Braun sie sich ansah. Sein Zeugenaussage dauerte nur etwa 20 Minuten. Als Tom zum Kreuzverhör aufstand, hielt er die Fernbedienung für den Großbildprojektor im Gerichtssaal in der Hand. Detektive Braun, was hatten Sie am Tag der Durchsuchung an?", fragte Tom. "Ich erinnere mich nicht", sagte Braun. Tom zeigte ein Foto, das vor meinem Haus aufgenommen wurde und auf dem alle möglichen Polizeibeamten zu sehen waren. Es wurde von einer Kamera an der Eingangstür aufgenommen und zeigte ihn in einer dunkelblauen Hose, einem hellblauen langärmeligen Hemd, einer markanten rot-gelben Krawatte, schwarzen Anzugschuhen und einem tweed das sperrig aussah. Ist das ein Foto von Ihnen am Tag der Durchsuchung, das Ihre Kleidung zeigt? fragte Tom. Äh ja, es scheint so, antwortete Braun. Ich habe Sie nicht gefragt, ob es ähnlich ist, ob Ihre Kleidung am Tag der Durchsuchung auf diesem Foto zu sehen ist oder nicht. Wenn nötig können wir Korporal Billings oder andere Beamte als Zeugen vorladen, knurrte Tom feindselig. Äh ja, genau so war ich am Tag der Durchsuchung gekleidet, sagte Braun. Wie oft trägst du diese Krawatte? fragte Tom. Das ist eigentlich nicht oft der Fall. Es ist eine neue Krawatte und da es ein wichtiger Tag war, habe ich beschlossen, sie zu tragen", antwortete Braun. "Waren Sie vor dem Tag der Durchsuchung schon einmal bei MRD zu Hause?", fragte Tom. Nach einer Pause, in der er etwas zu ahnen begann, antwortete Braun. "Ich kann mich nicht erinnern. Erinnerst du dich nicht? Sind Sie mit MRD oder seiner Ex-Frau Jane befreundet?", fragte Tom. "Nein", sagte Braun welchen grund könnten sie haben zu irgendeiner zeit in ihrem haus zu sein außer während einer durchsuchung fragte tom ich kann mich an keinen einzigen erinnern sagte brown sie waren noch nie im dohaus außer am tag der durchsuchung nicht wahr detektive brown knurrte tom nach einer weiteren pause bewegte sich brown in seinem stuhl und antwortete nein hier ist ein video das zeigt wie jemand eine grüne zahnbürste aus dem badezimmer von herrn dürr entwendet fuhr Tom sofort fort und zeigte die Szene von der Kamera in meinem Badezimmer aus. Sind Sie das mit ihrer charakteristischen gelbroten Krawatte, Detektive Braun? Ich 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 habe dieses Video noch nie gesehen, murmelte Braun verlegen. Wahrscheinlich nicht, gluckste Tom. Beantworte einfach die Frage. Nach einer weiteren Verzögerung sagte Braun: "Ja, bist du auch derjenige, der einige der rot-weißen Kleidungsstücke aus dem Wäschekorb in der Wäscherei von MR nimmt?" fragte Tom und zeigte die Szene von der Kamera in meiner Waschküche aus. Nach einer weiteren Verzögerung sagte Brown, Ja, hast du die Pistole unter deiner Tweetchecke in mr schrank hervorgeholt, sie mit den grünen Borsten einer Zahnbürste abgerieben, dann dein rot-weißes Hemd damit eingerieben und sie dann in die oberste Schublade des Schranks neben dem Fenster in MR schrank gelegt? fragte Tom. Er zeigte mir die Szene von der Kamera in meinem Schrank. Ein schockierter Braun starrte schweigend auf den Bildschirm, als das Video dreimal hintereinander abgespielt wurde. Ich berufe mich auf den fünften Verfassungszusatz, sagte er atemlos. Hatten Sie eine Affäre mit MRDs Frau, Jane? fragte Tom. Ein schockierter Braun murmelte so leise, dass der Gerichtsreporter ihn aufforderte, lauter zu sprechen. Ich bestehe auf den fünften Verfassungszusatz. »Hier ist ein Video, das zwei Wochen vor dem Mord aufgenommen wurde und Sie und Jane beim Sex in einem der Gästezimmer von MR Dö zeigt,« sagte Tom. Er zeigte das Sexvideo 15 Sekunden lang. Der Richter sagte, »Sie können das Video ausschalten, MR Harris. Wir haben es verstanden. Beantworten Sie die Frage, Detektive Braun.« »Ich berufe mich auf den fünften Verfassungszusatz,« sagte Braun. »Es gibt keine weiteren Fragen,« erklärte Tom. Der gesamte Gerichtssaal starrte Susanne so an, als sie sich langsam erhob. Euer Ehren können wir eine Pause machen, sagte sie. Sie brauchen auf jeden Fall eine, Miss Smith. Wir werden uns in zwei Stunden treffen, sagte die Richterin. Sie schlug mit dem Hammer auf den Tisch. Alle Geschworenen lächelten entweder oder schüttelten den Kopf. Detektive Johnson war im Gerichtssaal. Ich ging auf ihn zu und fragte: Werden Sie Braun jetzt verhaften? Er hatte einen glasigen Gesichtsausdruck. Aber er antwortete: Ich habe keinen Durchsuchungsbefehl, aber es gibt genügend Gründe für eine Anklage. Wenn nicht wegen Mordes, dann zumindest wegen Manipulation von Beweismitteln. Mord, keuchte ich. Was glaubst du, wer Jane und Miller umgebracht hat? Das ist der Typ, der die Mordwaffe platziert hat, sagte Johnson. Fassen Sie Mut, Johnson, und verhaften Sie ihn, knurrte ich. Zu meiner Überraschung nickte Johnson dem Gerichtsvollzieher zu und die beiden verhafteten Braun. Während wir zu Mittag aßen, rief Susanne Tom an, sie wollte sich mit ihm treffen. Wir erwarteten, dass sie uns sagen würde, dass sie sich von dem Fall zurückziehen würde. Zu unserer Überraschung sagte sie Ich habe mit dem Staatsanwalt gesprochen, und er sagte, wir würden einen Schuldspruch wegen Totschlags zweiten Grades akzeptieren. Nur zwei Jahre Gefängnis. Wollen Sie mir sagen, dass der Braune, der meine Frau umgebracht hat, nur zwei Jahre bekommen wird? rief ich entrüstet. Susanne, die den Anstand hatte, verlegen reinzuschauen, antwortete: Nein, ich biete Ihnen diese Einigung an, weil wir glauben, dass sie wahrscheinlich eine Beziehung zu Braun hatten. Ich war sprachlos. Ich ging so wütend auf sie los, dass sie sich zu Tode erschrak. Und nur weil Tom die Kraft und Größe hatte, mich zurückzuhalten, habe ich ihr nicht ins Gesicht geschlagen. Ich hätte ihr niemals wehgetan, aber äußerlich war ich wütender als je zuvor. Als wir aus dem Konferenzraum rannten, schrie ich, Du! Tom machte meinem Ärger einen Strich durch die Rechnung, als er mich abführte und flüsterte: Heißt das, du nimmst sie nicht mit zum Bon Jovi-Konzert in New York? Ich starrte ihn einige Sekunden lang an, immer noch vor Wut glühend. Und dann brach ich in Gelächter aus. Als wir nach einer zweistündigen Verzögerung wieder zusammenkamen, rief der Richter die Anwälte in den Zeugenstand. Sie unterhielten sich angeregt, als Tom zurückkam. Was ist denn los? fragte ich. Der Richter ging davon aus, dass Susanne die Klage wegen Befangenheit abweisen würde. Als sie sich weigerte, wies der Richter sie zurecht. Aber sie gab nicht nach und sagte, dass der Staatsanwalt wolle, dass sie weitermache, sagte Tom. Ich gluckste. Susanne rief als nächsten Zeugen den Mann auf, von dem sie glaubte, er habe den Ermittlern erzählt, Miller habe mich verprügelt und mir damit ein Motiv gegeben, ihn zu töten. Ihr wurde klar, dass alles zum Teufel ging, als Tom bei der direkten Befragung nicht einmal ein Kreuzverhör durchführen musste. Detektive Johnson muss mich missverstanden haben, sagte er. Ich habe ihm gesagt, dass Miller zwar den Kampf angezettelt und Lukas zuerst geschlagen hat, aber Lukas hat ihm den Rest gegeben. Miller hat die Nacht im Krankenhaus verbracht. Susan rief dann den Videofilme an, der mein Alibi aufgenommen hatte. Nachdem sie geklärt hatte, dass es sich um den offiziellen Videofilmer der Polizeibehörde der Stadt handelte, in der sich meine Basketballklinik befand, fragte sie, Haben Sie sich die Videoaufnahme angesehen, die Sie gemacht haben und die als Beweisstück Nummer 14 vorliegt? Ja, sagte er. Ist dies eine vollständige Videoaufzeichnung des Ereignisses? fragte sie. Ja, sagte er. Zeigt es, dass der Angeklagte Herr Dö bis etwa 13.50 Uhr dort war? fragte sie. Nein, es zeigt, dass er bis etwa 16.00 Uhr dort war. Und selbst dann sprachen wir mit ihm bis etwa 16.30 Uhr, als er ging, um die 90 Meilen nach Hause zu fahren, sagte er. Was? sagte Susan erstaunt. Ich habe mir die DVD angesehen und bei 1.50 Uhr hat es aufgehört. Und danach war nur noch Rauschen zu sehen. Sie haben sich offensichtlich nicht die gesamte DVD angesehen. Und ich habe keine Ahnung, wie das Rauschen auf ihre DVD-Kopie gekommen ist. Wenn Sie das tun, werden Sie sehen, dass es bis zu vier Stunden dauert, sagte er. Susanne gab dem Zeugen eine Fernbedienung. Er spulte durch das Rauschen vor und zeigte den Rest des Videos. Sie stoppte ihn, als er bis 3 Uhr Uhr vorspulte. Dann setzte sie sich hin. Tom ließ den Zeugen bis zum Ende vorspulen. Auf der DVD war 4 Uhr eins zu sehen. Dann bestätigte der Videofilmer, dass er mich mit eigenen Augen bei der Veranstaltung von etwa 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr gesehen hatte. Susan sagte mit dem Blick eines in die Enge getriebenen Hundes: Die Staatsanwaltschaft hat keine weiteren Informationen. Zu diesem Zeitpunkt entlässt die Richterin die Geschworenen und die Verteidigung stellt einen Antrag auf eine gerichtete Entscheidung. Die Richterin kümmerte sich nicht darum. Sie fragte: M. Meharis, haben Sie einen Antrag? Ja, Euer Ehren. Ich beantrage einen Freispruch für nicht schuldig, sagte Tom. Antrag genehmigt, sagte sie und schlug auf den Hammer. Miss Smith, ich warte in meinem Zimmer auf Sie. Die Geschworenen sind mit meinem Dank entlassen. Danach drängte die Presse auf den Stufen des Gerichtsgebäudes auf Interviews. Tom schimpfte zuerst darüber, dass die Staatsanwaltschaft mir einen schlechten Dienst erwiesen habe, und dass er die ganze Zeit über wusste, wie der Fall ausgehen würde. Und wenn die Polizei und die Staatsanwaltschaft ehrlich gewesen wären, wäre es nie zu einer Anklage gekommen. Er war ein wenig vorsichtig mit seinen Worten. Ich war es nicht. Nachdem ich mit Tom gesprochen hatte, sagte ich der Presse, dass jeder, der bei der kommenden Wahl für einen korrupten Staatsanwalt stimmen würde, ein Narr sei, dass Brown der Mörder sei. Und dass die Polizei ihre eigenen Ermittlungen durchführen sollte. Ich sagte auch, dass ich den Staatsanwalt wegen falscher Strafverfolgung verklagen würde. Ein anderer Anwalt aus Thoms Kanzlei reichte am nächsten Tag Klage ein und nannte den Staatsanwalt Susan, die ich für einen herzlosen Trottel hielt, und Detektive Braun als Beklagte. Die lokalen Medien brachten die Geschichte groß heraus. Der Staatsanwalt und der Polizeichef waren untergetaucht. Drei Tage nachdem die Anklage fallen gelassen wurde, kam eine junge Frau auf mich zu, als ich gerade meine Arbeit bei meiner Wohltätigkeitsorganisation beendete, nachdem ich gerade ein außerschulisches Programm für benachteiligte Mädchen und Jungen durchgeführt hatte. Amadue, ich bin Shirley Williams, sagte sie und streckte ihre Hand aus. Ich schüttelte ihn und sagte dann Ich glaube, ich habe Sie schon einmal gesehen, aber ich kann es nicht einordnen. Ja, obwohl wir einander nicht vorgestellt wurden, saß ich im Gerichtssaal, als Sie Ihre ersten Verhandlungen mit Miss Smith führten. Und ich war bei ihrer Verhandlung anwesend, sagte sie. Jetzt passte alles zusammen. Obwohl ihr Kleid knapp war und sie eine scheinbar absichtlich hässliche Brille trug, war sie mir auf den ersten Blick als attraktiv aufgefallen. Und jetzt, wo sie mir gegenüberstand, sah sie noch besser aus. Was haben Sie mit meinem Geschäft zu tun? fragte ich und hielt ihre Hand etwas länger, als es nötig und angemessen war. Ich bin ein Praktikant, der gerade sein Jurastudium abgeschlossen hat, und ein Beobachter, mein Praktikum endet nächste Woche. Miss Smith war es zu peinlich, selbst zu Ihnen zu kommen. Deshalb hat sie mich gebeten, mit Ihnen zu sprechen, sagte Shirley. Lass uns in mein Büro gehen, lächelte ich und machte Smalltalk mit ihr, während wir ein paar hundert Meter vom Freizeitzentrum, in dem ich ein außerschulisches Programm abhielt, zu meinem Bürogebäude gingen. Als wir mein Büro betraten, lud ich sie ein, sich zu setzen. Sie sah sich um, Ihr Büro ist viel schöner und ordentlicher, als ich erwartet habe, sagte sie. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, lächelte ich. Sie lächelte zurück und fuhr dann fort. Alle Mitglieder der Staatsanwaltschaft entschuldigen sich für die Fehleinschätzungen, die bei ihrem Fall aufgetreten sind, aber sie sind verwundert über die statische Lücke in der DVD, die sie als Alibi angegeben haben. Sie sind verblüfft. Richtig, lächelte ich wieder. Miss Smith und alle anderen Beteiligten möchten sich wirklich für alles entschuldigen. Wäre alles gründlicher untersucht worden, wäre der Fall vor dem Prozess abgeschlossen worden, sagte sie. Nach einer Pause sagte Shirley, Du machst es uns nicht leichter, oder? Sollte ich? Ich lächelte wieder. Shirley seufzte und fuhr dann fort. Außerdem möchte Miss Smith wissen, was sie tun kann, damit sie ihre Klage gegen sie fallen lassen. Nach einer langen Pause fragte ich, Warum sind Sie hier und nicht Sie? Ich glaube, dass sie nach ihrer Tirade gegen Sie am letzten Tag des Prozesses Angst vor Ihnen hat, sagte Shirley. Warum war sie so ein herzloses Stück Dreck, bevor ich Sie angegriffen habe? Sie hätte den Staatsanwalt zur Rede stellen und das Verfahren sofort nach Browns Aussage einstellen sollen, sagte ich. Jetzt versteht sie es und entschuldigt sich aufrichtig, sagte Shirley. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Fragen stellen, sagte ich. Natürlich müssen Sie nicht antworten, und wenn Sie nicht wollen, können Sie aufstehen und gehen, ohne dass ich einen Kommentar abgebe, sagte sie. Ist das klar? fragte ich. Ja, antwortete sie vorsichtig. Wie alt bist du? fragte ich. 26, sagte sie. Ist diese Brille eine Fälschung? fragte ich. Ja, sagte sie. Warum trägst du sie? fragte ich. Um die Männer davon abzuhalten, mich anzubaggern, sagte sie. Haben Sie eine romantische Beziehung? fragte ich. Nein, sagte sie. Sind Sie heterosexuell? fragte ich. Ja, sagte sie. Was sind Ihre Pläne nach dem Ende des Praktikums Ende nächster Woche? fragte ich. Ich hoffe, dass mir eine Stelle bei der Staatsanwaltschaft angeboten wird. Aber wenn nicht, werde ich eine Stelle in einer örtlichen Anwaltskanzlei finden. Da ich die Gegend mag, habe ich bereits zwei mögliche freie Stellen, sagte sie. Was machst du am Samstagabend? fragte ich. Für heute habe ich noch keine Pläne. Vielleicht gehen meine Mitbewohnerin und ich in einen Club, sagte sie. Wie lautet ihre persönliche Handynummer? fragte ich. Alle meine Fragen und alle ihre Antworten wurden völlig sachlich, ohne Emotionen oder Gesichtsausdruck gestellt. Nach einer langen Pause sagte ich, Sagen Sie, Miss Smith, dass ich die Klage gegen Sie fallen lassen werde, wenn Ihnen eine Stelle bei der Staatsanwaltschaft angeboten wird. Sagen Sie ihr, sie soll dem Staatsanwalt sagen, dass Braun wegen Mordes an meiner Ex-Frau angeklagt wird, wenn er sich öffentlich aufrichtig entschuldigt. Nicht nur wegen seiner aktuellen Fälschungsanklage. Und wenn Ihnen eine Stelle in der Staatsanwaltschaft angeboten wird, werde ich die Klage gegen ihn fallen lassen. Shirley gluckste leise. Willst du mich auf den Arm nehmen? Auf keinen Fall, antwortete ich stoisch. Lassen Sie mich das sogar schriftlich festhalten. Ich setzte mich an den Computer, schrieb auf, was ich gerade gesagt hatte, druckte es aus, unterschrieb es und datierte es am Ende. Ich fügte hinzu Ansonsten sehen wir uns vor Gericht. Ich reichte den Zettel an Shirley weiter. Sie sah es sich an, lächelte und sagte Danke, MR. D. Sie streckte ihre Hand aus. Ich schüttelte sie und sagte Gern geschehen, Miss Williams. Als ich aus dem Fenster schaute und sah, wie sie mein Gebäude verließ, rief ich sie auf ihrem Mobiltelefon an. Sie nahm es aus der Seitentasche ihrer Handtasche, schaute auf die Anrufer-ID, lächelte und antwortete. "Shirley Williams, hallo, Miss Williams", sagte ich. "Das ist Lukas Dö. Ist das nicht der Lukas Dö, De, den Sie gerade kennengelernt haben? Derselbe, wie ich höre", fragte sie mit einem leichten Anflug von Belustigung in ihrer Stimme. Ich habe gehört, dass Sie für Samstagabend noch keine festen Pläne haben, und ich habe mich gefragt, ob du mit mir zu Abendessen und Tee im Artist's Playhouse sehen möchtest. Es ist das am längsten laufende Stück in der Geschichte, sagte ich. Nach einigem Zögern sagte sie Ja, ich stimme Ihnen zu im Dö. Soll ich Sie in einem Restaurant treffen? fragte ich. Nein, wenn es Ihnen nichts ausmacht, schicken Sie mir bitte Ihre Adresse und ich hole dich am Samstagabend um 18.15 Uhr ab, sagte sie. Das werde ich tun, sagte sie und lächelte immer noch. Nachdem sie das Gespräch beendet hatte, sah ich, wie sie auf ihrem Smartphone herumtippte, und sobald sie es in ihre Handtasche zurücklegte, hörte ich einen Piepton auf meinem Handy. Die Nachricht enthielt ihre Adresse und ein lächelndes Emoji. Zwischen dem Treffen mit Shirley am Dienstag und dem Zeitpunkt, an dem ich sie am Samstag abholte, Bezahlte ich einen Privatdetektiv und erhielt einen vollständigen Bericht über sie. Ich brauchte nicht noch eine Goldgräberin wie Jane. Und ich fühlte eine Verbindung zu Shirley, die mich in der kurzen Zeit unseres Gesprächs faszinierte. Es stellte sich heraus, dass sie während ihres ersten Jahres an der juristischen Fakultät eine ziemlich chaotische Scheidung durchgemacht hatte, als ihr Mann sie betrog. Sie hatte im Jurastudium nur Einsen engagierte sich in Teilzeit für wohltätige Zwecke und wies alle Merkmale einer guten Bürgerin auf. Sie wuchs in einem gutbürgerlichen Viertel mit angesehenen Eltern auf. Der eine ist Arzt, der andere Künstler. Und zwei ältere Brüder, einer ist Geschäftsinhaber, der zweite Arzt. Als sich Shirley abholte, sah sie großartig aus. Diskrete, aber stilvolle Kleidung, leichtes Make-up, attraktive Frisur, keine falsche Brille. Bevor wir gingen, bat ich sie, ihre Mitbewohnerin zu sehen. Ich unterhielt mich mit ihrer Nachbarin und schenkte ihr zwei Eintrittskarten für ein Konzert in einem örtlichen Veranstaltungsort am folgenden Wochenende. Das beeindruckte sowohl sie als auch Shirley. Das Abendessen mit Shirley war die seltsamste Erfahrung meines Lebens. Nach dem Smalltalk auf dem Weg zum Restaurant, dem teuersten in unserer Stadt, zumindest meiner Meinung nach, saßen wir gerade mal eine Minute, als sie sagte, wir müssen doch keine grundlegenden Informationen übereinander austauschen, oder, Lukas? Ich meine damit, dass ich bereits fast alle relevanten Fakten über deinen Hintergrund aus den Ermittlungen kenne, die die Polizei und die Staatsanwaltschaft vor deinem Prozess gegen dich geführt haben. Und ich bin mir sicher, dass sie Leute haben, die sich eingehend mit mir befasst haben. Warum gehen wir nicht einfach dazu über, wie wir ticken? Was macht uns glücklich? Was sind unsere Ziele im Leben? Wichtige Dinge wie der Ort, an dem wir zur Schule gegangen sind, wie viele Kinder wir in unseren Familien haben und war. Ich war überrascht, aber nicht so sehr, wie ich vielleicht gedacht hätte. Die Nachforschungen, die ich über Shirley angestellt hatte, in Verbindung mit dem Informationsaustausch während unseres einminütigen Abendessens, bedeuteten, dass ich sie so gut kannte wie niemand sonst in meinem Leben. Wir mussten das Dessert ausfallen lassen, um rechtzeitig zur Show zu kommen. Aber da wir beide erklärten, dass wir keine großen Fans von Desserts sind, war das kein großes Problem. Die Mausefalle ist ein komödiantischer Krimi von Agatha Christie mit einer Auflösung am Ende. Keiner von uns hatte den Film je zuvor gesehen, aber er gefiel uns beiden. Und wir waren der Meinung, dass sich die mehr als zwei Stunden, die wir mit dem Film verbracht haben, gelohnt haben. Als die Vorstellung endete, war es etwa 10.45 Uhr. Shirley fühlte sich bei Haut-zu-Haut-Kontakt immer wohler. Und ich lernte ihren Körper und ihre Persönlichkeit immer mehr zu schätzen. Als wir zu meinem Auto kamen, fragte ich: Möchtest du in einen Club gehen oder etwas anderes machen? Für uns 20-Jährige ist der Abend noch nicht zu spät. Sie schaute mir in die Augen, wie eine Kobra oder eine Python. Ich konnte nicht sagen, welche ihre Beute lange anschaut, bevor sie antwortet. Ihre Antwort, eine Frage, war wirklich der überraschendste Teil eines erstaunlichen Abends. Hattest du schon mal Sex beim ersten Date? fragte sie. Es dauerte eine Weile, bis ich die Frage begriff aber ich habe sie nicht gebeten, sie zu wiederholen. Meine maßvolle Antwort war. Nein, warum fragst du? Nun, wir kennen uns so gut wie Leute, die sich seit Monaten jedes Wochenende treffen. Das Einzige, was wir nicht übereinander wissen, ist, wie kompatibel wir zwischen den Laken oder auf dem Küchentisch oder im Pool oder sind. Du verstehst schon. Ich fühle eine starke sexuelle Anziehung zu dir. Wenn du dasselbe für mich empfindest, dann lass uns diese Nacht die erste für uns beide sein, sagte sie stoisch. Und dann lächelte sie breit. Ich rückte näher an sie heran, umarmte sie und gab ihr eine Reihe kurzer Küsse mit zunehmender Leidenschaft. Der letzte war nicht kurz. Er dauerte gut zwei Minuten und bestätigte mir, dass sie eine großartige Küsserin und ein sehr warmherziger Mensch war. Als wir den Kuss beendeten, fragte ich: Willst du meine Radierungen sehen? Sie lachte und antwortete Nur dumme Menschen gehen eine intensive Beziehung ein, nachdem sie gerade einen betrügerischen Ehepartner losgeworden sind. Shirley durch Scheidung, ich durch Mord. Offensichtlich sind Shirley und ich Idioten. Als wir bei mir zu Hause ankamen, war unsere sexuelle Begegnung nicht sehr intensiv. Wir haben uns nicht gegenseitig die Kleider vom Leib gerissen. Stattdessen standen wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber und sahen uns in die Augen. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass ich Shirley's Persönlichkeit und ihren Körper wirklich mochte. Jeder Teil ihres Körpers, den man erkennen konnte, wenn sie angezogen war, sah perfekt aus. Mit Ausnahme ihres Hinterns war nichts zu groß und nichts zu klein. Da ich große, feste Hintern mag, war ich begeistert. Shirley zog mein Hemd langsam und methodisch aus, nur nach Gefühl, denn ihre Augen waren direkt auf meine gerichtet. Als sie es ausgezogen hatte, beschloss ich zu sagen, was ich auf dem Herzen hatte. Ich will dich auf dem Küchentisch haben, sagte ich. Ohne eine Sekunde zu zögern, antwortete sie, über ihn gebeugt oder damit ich mich auf ihn lege? Das Letzte ist, dass du alles selbst machst, kicherte sie. Ich küsste sie und hob ihre wohlgeformten Hüften an, so dass ihre Beine auf meinem Oberkörper lagen, und ohne den Kuss zu unterbrechen, obwohl ich gegen ein paar Wände stieß, weil meine Augen praktisch geschlossen waren, trug ich sie in die Küche. Zum Glück lagen auf dem Tisch nur Unterlagen und ein paar Edelstahlteile. Nichts Zerbrechliches, denn ich habe sie mit einer Hand vom Tisch gefegt. Dann legte ich ihren Hintern auf den Tisch und unterbrach den Kuss, als wir uns wieder ansahen. Ich griff ihr unter das Kleid, um ihre Unterwäsche zu entfernen, aber ich konnte sie nicht finden. Du bist wirklich böse, nicht wahr? Ich lächelte. Sie kicherte. Zum Teufel ja. Ich hob ihr Kleid an und stürzte mich sofort mit einer solchen Begeisterung auf ihr Geschlechtsteil, wie ich es noch nie in meinem Leben getan hatte. Sie lehnte sich auf dem Tisch zurück und stöhnte bald auf. Sie kam so schnell zum Höhepunkt, dass es, wenn sie ein Auto fahren würde, so wäre, als würde sie in zwei Sekunden von null auf einhundert Kilometer pro Stunde beschleunigen. Als sie von ihrem Höhepunkt zurückkam, murmelte sie Ich dachte, du wolltest mich. Ich war noch etwas hungrig, also habe ich beschlossen, erst einmal etwas zu essen, murmelte ich. Bastard, sagte sie, setzte sich auf und schnallte meinen Gürtel ab. Ich küsste sie wieder. Der Sex mit ihr war atemberaubend. Ich bewegte mich mit einer Geschwindigkeit, die mit den 146 Beats pro Minute von Bruno Mars, Uptown Funk, vergleichbar war. Während sie unartikulierte Laute von sich gab, kam ich so schnell zum endgültigen Höhepunkt, dass ich Angst hatte, es sei zu früh. Aber anscheinend war sie genauso erregt, denn sie folgte mir und begann zu zittern, als ob sie einen Anfall bekommen würde. Als es vorbei war, verlor ich praktisch das Bewusstsein. Ich hatte ein Gefühl der Euphorie, wie ich es, glaube ich, noch nie erlebt habe. Und ihr Stöhnen verwandelte sich in ein Schnurren. Nach einiger Zeit kamen wir beide zur Vernunft. Ins Bett, war ihr einziger Kommentar. Ich sprang herum, bis ich meine Schuhe, Hosen, Boxershorts und eine Socke ausgezogen hatte, während sie ihr Kleid über den Kopf zog und ihren BH öffnete. Sie sprang in meine Arme, und ich küsste sie regelmäßig. Ab und zu stieß ich an die Wand, während ich die Treppe zu meinem Schlafzimmer hinaufstolperte. Obwohl es keine bewusste Entscheidung unsererseits war, verbrachten wir schließlich das ganze Wochenende zusammen. Shirley hatte keine Probleme im Bett. Und wir haben alles, was wir wollten, mit ihr außerhalb des Bettes ausprobiert. Sie war angenehmer als jede andere Frau, die ich kannte. Sie war fröhlich, aufrichtig, liebevoll, verspielt, und man konnte sich mit ihr über eine Vielzahl von Themen unterhalten, vom alltäglichen und alltäglichen bis hin zum ernsten und spirituellen. Als wir am selben Tisch frühstückten, an dem wir weniger als 48 Stunden zuvor Sex gehabt hatten, fiel mir plötzlich ein, worüber wir in meinem Büro gesprochen hatten. Zwischen dem Verzehr eines Käseomelettes fragte ich, Shirley, da wir dieses Wochenende so viel Spaß hatten, habe ich vergessen zu fragen, ob du meine Vorschläge an Susanne weitergegeben hast. Nachdem sie ein Stück englischen Muffin verschlungen hatte, antwortete sie, ja, Susanne war sehr zufrieden, und sie garantierte mir, dass ich nächste Woche eine Vollzeitstelle bekommen würde. Sie kaute und schluckte einen weiteren Bissen des Kuchens hinunter. Dann fuhr sie fort. Aber sie sagte mir, ich solle dem Staatsanwalt nichts von diesem Vorschlag erzählen. Jeder, auch er, weiß, dass er wegen ihnen die Wahl verlieren wird. Und er könnte mein Jobangebot zurückhalten, wenn ich ihm sage, dass sie es waren, der das gesagt hat. Außerdem glaubt sie, dass er sich niemals entschuldigen wird. Und außerdem will sie, dass ihre Klage gegen ihn weitergeht. Ich nickte zustimmend, während ich weiter aß. Eigentlich ist es lustig, dass Susanne dich gefragt hat, ob du an ihr persönlich interessiert bist. Ich glaube, dass sie trotz deiner Tirade gegen sie am letzten Tag des Prozesses auf eine Beziehung hofft, sagte Shirley mit einem finsteren Grinsen. Ich grinste zurück. Das wird nicht passieren. Ich habe etwas Besseres gefunden, lächelte ich und beendete mein Frühstück. Als ich vor Shirleys Haus parkte, war sie offener als jeder andere Mensch in meinem Leben. Also, Lukas, wir kennen uns jetzt seit ein paar Tagen. Und wir haben festgestellt, dass wir mit dir im und außerhalb des Bettes besser zurechtkommen als mit jedem anderen, den wir je gekannt oder für möglich gehalten haben. Weißt du, was du tun würdest, wenn du wirklich schlau wärst? fluchste sie. Ich würde dich bitten, dieses Wochenende bei mir einzuziehen, mit der Idee, dir einen Ring zu schenken, wenn wir ein paar Monate zusammengelebt haben, sagte ich. Nach einem weiteren Kuss und einem Lächeln ging sie zur Tür hinaus und wackelte mit ihrem schönen, festen Hintern. Und ging in das Gebäude, ohne sich noch einmal umzusehen. Ich dachte etwa 30 Sekunden lang intensiv nach. Dann nahm ich mein Handy heraus und wählte die Nummer, die jetzt die Nummer 1 in meiner Kontaktliste war. Und als Shirley abnahm, sagte ich: Hör mal, Shirley, ich habe gerade eine bessere Idee. Warum ziehst du nicht nächstes Wochenende bei mir ein? Warum solltest du, Lukas? Das ist so unerwartet. Bist du sicher? fragte sie. Ja, ich habe viel nachgedacht. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, sagte ich. Okay, lachte sie. Aber du wirst meinen Anteil an der Miete zahlen müssen, weil Judy es nicht selbst tun kann. Und sie beendete das Gespräch. Knifflig, lächelte ich vor mich hin. Ich könnte noch viele Seiten darüber schreiben, wie dumm wir waren, uns auf eine Beziehung einzulassen. Wie erstaunlich es war, dass es nicht nur funktionierte, sondern unser Leben besser machte, als es hätte sein können. Wie beide meine Wohltätigkeitsarbeit akzeptierten, obwohl sie eine harte Staatsanwältin war. Und wie alles auf der Welt in Ordnung war. Aber eine Folge sagte ihnen alles, was sie wissen wollen. Ich war im Gerichtssaal, als Shirley Worthington, im achten Monat schwanger, ein meisterhaftes Schlussplädoyer in William Browns Prozess wegen Mordes und Behinderung der Justiz hielt. In dem Prozess um den Tod von Jane Worthington und Mike Miller. In ihrem Schlussplädoyer überzeugte sie alle, dass Brown in Jane verliebt war. Er war empört, dass sie eine Affäre mit Miller hatte. Er beschloss, Miller zu töten, um sie unter seine Kontrolle zu bringen und mir etwas anzuhängen. Leider war er unvorsichtig, als er Miller erschoss. Eine Kugel durchschlug ihn und traf Jane und tötete sie. Als die Geschworenen den Gerichtssaal verließen, umarmte ich Shirley und gab ihr einen Kuss und streichelte sanft ihren Bauch und sagte ihr, wie stolz ich auf sie sei. Als wir vom Nachmittagstee zurückkamen, war nicht mehr als eine Stunde vergangen, seit die Geschworenen mit ihren Beratungen begonnen hatten. Sie hatte die Nachricht erhalten, dass die Geschworenen zu einem Urteil gekommen waren. Nachdem der Wachtmeister gesagt hatte, Schuldig in allen Anklagepunkten, wartete ich, während Shirley die Glückwünsche von allen Anwesenden entgegennahm. Sogar von der gegnerischen Anwältin. Als ich an der Reihe war, ihr zu gratulieren, flüsterte ich ihr ins Ohr Heute Abend werde ich dir ein schönes Schaumbad gönnen. Ich werde dir dein Lieblingsessen aus dem teuersten italienischen Restaurant der Stadt liefern lassen. Ich werde dir eine Fußmassage geben. Und dann werden wir Sex haben. Shirley lächelte, küsste mich und sagte Klingt nach einem guten Plan.